Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm, unserem Healthy Back Workout. Ich habe euch ein kurzes, knackiges Programm für einen gesunden Rücken zusammengestellt. Ihr braucht dazu heute euer Theraband und eure Matte. Und wir starten natürlich auch hier mit einem kleinen Warm-up. Dazu dürft ihr euer Band auf die Seite legen. Setzt euch entspannt auf die Matte, macht die Beine lang, nehmt die Arme nach vorne und zieht im Wechsel die Schultern und den ganzen Arm in Richtung Füße. Bewegt euren Rücken dabei. Zieht euch lang. Immer im Wechsel. Und dann nehmen wir die Arme nach unten. Nehmen die Arme hinter den Körper. Wir bleiben sitzen und wir heben die Arme nach hinten oben und nach vorne oben. Nach hinten und nach vorne im Wechsel ziehen. Gleichmäßig. Die Schultern sind locker dabei. Wir sitzen aufrecht. Ruhig. Einmal noch. Hochziehen und nach hinten lösen. Letzte Übung zum Aufwärmen. Wir nehmen die Arme vorne zusammen und drehen den Oberkörper ganz locker von rechts nach links. Haltet die Handflächen dabei aufeinander mit leichtem Druck. Dreht euch. Nehmt den Kopf mit. Und dann kommen wir wieder zur Mitte und lösen die Arme. Jetzt sind wir ein bisschen warm und starten mit unseren Übungen. Nehmt dazu bitte gleich euer Theraband und kommt nach oben in den halben Kniestand mit einem Bein auf dem Boden knien. Wer möchte, könnte auch die Fersen hinten nach oben nehmen, die Zehen anziehen oder ihr lasst die Zehen einfach lang. Das könnt ihr machen, wie ihr das wollt. Wir nehmen unser Theraband unter das vordere Bein, lassen den linken Arm entspannt und gehen mit dem anderen nach oben, ziehen das Band lang. Der Oberkörper bleibt ruhig, der andere Arm entspannt, unten und wir ziehen nach oben. Achtet drauf, das Theraband sollte immer in der Spannung sein, auch wenn der Arm nach unten kommt. Sehr schön. Ruhig atmen, ziehen und senken. Ganz klasse. Wir schaffen noch 3 Wiederholungen auf dieser Seite. Letztes Mal. Und wir lösen die Spannung. Natürlich machen wir das Ganze auch noch mit der anderen Seite. Dazu stellen wir das andere Bein auf. Diesmal bleibt der rechte Arm ganz entspannt unten. Und der linke geht nach oben. Wir ziehen und kommen wieder nach unten. Auch hier bleibt das Theraband immer auf Spannung. Oberkörper ruhig. Locker weiteratmen. Ganz klasse. Gerade nach oben ziehen. Und wir schaffen noch 3. Letztes Mal und wir kommen nach unten und lösen das Ganze. Dann dürft ihr euch hinsetzen, macht die Beine etwas länger, stellt sie schulterbreit auf und nehmt euer Theraband unter die Fußsohlen.
etwa auf jeder Seite gleich lang. Die Fersen bleiben am Boden. Wir sitzen aufrecht und wir öffnen die Arme zur Seite, bauen Spannung auf und starten mit der Übung. Eine ganz kleine Bewegung nur. Wir ziehen die Schulterblätter hinten zusammen und lösen. Auch hier darauf achten, Theraband ist immer unter Spannung. Und der Oberkörper bleibt ruhig dabei. Nur die Schultern, der Rücken im oberen Bereich arbeiten. Wir führen die Arme nach hinten und wieder nach vorne. Sehr schön. Schultern tief lassen. Und auch hier schaffen wir noch drei. Letztes Mal. Und wir lösen das Theraband und kommen direkt zur nächsten Übung. Dazu dürft ihr euch auf den Bauch legen. Nehmt das Theraband bitte doppelt. Dadurch erhöhen wir die Spannung und drehen uns in Bauchlage. Stellt die Zehen auf. Wir heben den Oberkörper leicht an und ziehen das Theraband leicht nach außen. Und wir neigen uns zur einen Seite und zur anderen, bauen dabei Spannung auf im unteren Rücken, neigen uns nach rechts und links. Achtet darauf, die Arme sind abgehoben vom Boden, der Blick geht nach unten und der Kopf folgt der Bewegung. Ruhig weiteratmen, Spannung halten. Sehr schön. Wir bewegen uns noch zweimal auf jede Seite. Und dann kommen wir zur Mitte. Lösen. Ihr dürft das Theraband ablegen. Wir gehen nach oben und kommen zur letzten Übung. Stellt euch dazu bitte in den Vierfüßlerstand. Beide Knie und die Hände sind auf der Matte. Das wird jetzt eine Übung für Kraft und Gleichgewicht. Hebt bitte ein Bein nach hinten oben und den Gegenarm vorne ebenfalls. Schaut nach unten. Wir halten. Wir beugen den anderen Arm ganz leicht im Ellbogengelenk. Ganz klasse. Bauchspannung halten. Noch 3, 2, 1. Wir kommen zurück. Und machen das gleiche nochmal zur anderen Seite. Anderes Bein, anderer Arm. Lang ziehen, Bauch anspannen, halten. Sehr schön. Und ich zähle runter. 3, 2, 1. Und wir kommen wieder zurück und lösen. Sehr schön. Das war unser kurzes Workout für heute. Wir machen noch ein kleines Cooldown für den Rücken zur Mobilisation. Nehmt dazu bitte den Rücken nach oben, macht euch rund, nehmt das Kinn zur Brust und haltet die Position. Und wir lösen und setzen uns nach hinten ab, nehmen die Arme nach vorne und ziehen uns lang, wandern mit den Fingerspitzen weg vom Körper, halten die Position und kommen wieder nach oben. Dann dürft ihr euch noch einmal hinsetzen. Macht die Beine lang. Nehmt die Arme nach vorne und den Oberkörper dazu. Macht euch ganz lang. Haltet die Position.
Wir rollen uns ein, kommen nach oben, ziehen uns lang und gehen nochmal nach vorne. Kurz halten. Und wir rollen uns ein und richten uns auf, atmen durch und dann sind wir auch schon fertig für heute. Unser kurzes, knackiges Programm, gesunder Rücken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut!